Ja, so schön ist das jetzt nicht. Meine Güte, was haben wir? Könnten wir denn da, können wir irgendwas, vielleicht doch was Banales. Vielleicht ganz banal, einfach so ein, doch so ein Grau. Und das machen wir hier noch ein bisschen dunkler. Und dann machen wir aber die Kopfkissenbettwäsche. Die muss wenigstens schöner aussehen. Das kann man nicht so lassen, dass es aussieht, als hätte jemand da drauf gepinkelt. So. Das ist nicht gerade das schönste Schlafzimmer von Welt, aber es geht. Du bist ja auch nicht der Innendesigner schlechthin, ne? Ich kann ja nicht hier mein eigenes Talent so stark zum Tragen kommen lassen, sodass jeder denkt, boah, Dirk, du hast hier aber schön eingerichtet. Nein, das war Hannibal-LP. Aber wir haben gar kein Geld mehr für eine Lampe. Ich dachte, überlegte gerade noch, ob ich hier noch eine Lampe hinstelle. Aber da muss man mit der Dunkelheit leben. Da ist ja eh nur der Fernseher. Und das passt, das passt. Das ist jetzt unser Haus. Da wohnt jetzt unser Dirk. Und diese Haustür hier, die hat noch nicht für mich die passende Farbe. Das ist es einfach noch nicht. Die möchte ich jetzt einfach mal komplett in diesen Grautönen halten. Dankeschön. Vielleicht sollte ich das mit den Fenstern auch machen. Die sind so braun. Braune Fenster. Hust. Wie wir sehen, hat das Spiel dann schon einige Probleme. Es ruckelt und leckt so ein bisschen. Das ist einfach total der Aufwand anscheinend. Dass wir den, gerade mit den unterschiedlichen Stilen und die Texturen, besonders wenn die Texturen halt auf höchste Einstellungen stehen. Ganz ehrlich, das Spiel sieht nur schön aus, wenn die Texturen auf höchsten Einstellungen sind. Andernfalls ist das mehr so hässlich. Da muss man manchmal ein bisschen nach Gefühl gehen, gerade wenn sie steht, verschiebt, ruckel, ruckel geht. Das ist auch nicht so, dass ich irgendwie einen FPS-Einbruch dann hätte oder sowas. Daran liegt es gar nicht. Und zack. Und zack. Sacre bleu, sacre bleu. Und dann noch als letztes das hin. Ja, komm schon. Dann müssen wir Derb unbedingt einen Job suchen, weil er ist jetzt total pleite. Damit wäre ich auch schon fertig mit dem Anpassen der gesamten Wohnung. Und das Ganze, finde ich, sieht, wie man hier sehen kann, durchaus annehmbar aus. Ja. Gehen wir doch mal in die Wohnung rein. So. Ja, noch ein Stückchen. Wände hochblenden, Tab-Taste drücken. Ach halt, da muss ich in den Live-Modus. Moment, in den Live-Modus. Tab-Taste drücken und ein bisschen umgucken. Ja. Ja, das ist doch nicht übel hier. Das gefällt mir. So, jetzt gehen wir hier mal ins Schlafzimmer. Guck mal, wie das aussieht. Ein paar Bücher hat er auf jeden Fall auch schon. Ja, das hat doch was. Und jetzt noch ins Badezimmer. Doch. Komm, gerade für so eine Junggesellenbude ist das schon... Das ist doch schon grandios. So, dann blenden wir uns mal wieder die ganzen Wände weg. Und Derp darf jetzt sein Haus begutachten. Na, Derpy, was willst du? Gesetzeshüterkarriere einschlagen. Ja, du willst ja auch Spitzenspion werden. So ist es doch. Neues Objekt überprüfen. Oh, gucken wir mal. Oh, wie wunderschön. Diese Vasen machen mich so fröhlich. Und jetzt kriege ich sofort Hunger. Was will er machen? Macaroni mit Käse zubereiten. Oh, das kann ja nur schief gehen. Ich kenne sowas, das kann nur schief gehen. Naja, also noch sieht's gut aus. So, Dirk schnappt sich jetzt den Käse. Ja, ich zerschnetzel den Käse zu kleinen Hörnlis und zu drei Stücken. Ich kann sowas, ich bin der Meister drin. Dann kommt ein bisschen Kritzelkratze drauf. Und dann kommt ein bisschen Salz oben drauf. Und das Licht wird so komisch, weil draußen gerade Vollmond ist. Und wahrscheinlich kommt gleich ein Zombie, der mich fressen will. Ein bisschen Milch oben drauf. Und dann kommt das mit den Nudeln zusammen alles da rein. Ich rühre ein bisschen herum. So ist das wunderschön. Mann, wie das hier leuchtet. Oh, gruselige Stimmung. Hm, ist das unheimlich. Das ist halt Vollmond, ne? Da passiert sowas schon mal. So. Ah, das sieht aber lecker aus. Das kommt jetzt in den Kochtopf. Ich stecke die Schüssel in meine Arschtasche und dann wird hier ordentlich gebrutzelt. Ach, das riecht aber lecker. Bald habe ich Kochlevelfähigkeit 2 erreicht. Mhm. Lecker, schmecker. Na, dann wird es noch ein bisschen nach. Also er scheint es schon drauf zu haben, ne? Ich meine, er lebt ja jetzt auch alleine. Oh, oh. Was? Oh. Oh. Ah! Seht ihr das? Oh Gott. Oh. Oh. Was hat der Zombie denn? Kommst du nicht ins Haus? Ah. Derp, da steht ein Zombie vor unserer Tür. Wollen wir nicht... Ist seelenruhig. Kennt man ja, ne? Man macht sich gerade Macaroni mit Käse und plötzlich vor dem Fenster so... Ich will dein Gehirn. Und man denkt sich nur so, ach nö, heute nicht. Ich esse meine Macaroni mit Käse. War das lecker? Ja, tatsächlich. Oh, er wäscht ab. Nee, echt? Der Zombie fällt ihm nicht irgendwie negativ auf oder so. Nee, nee, gar nicht. Das ist auch
Das kennt man ja, ne? Was will er machen? Ja, du kommst nicht ins Haus. Die Tür ist zu, du dümmliches Ding. Oh, jetzt wird hier Eis hergestellt. Ach, ist doch schön. Schnauze. Ist ja fast wie bei Minecraft. Rains. The zombies are coming. Fresse. Oh, jetzt ist lecker Eis gemacht. Nom, 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 nom. Krieg ich auch was? Krieg ich auch was? Nee, anscheinend nicht. Oh, das ist aber lecker. Das schmeckt nach Milch. Hab vergessen, Zucker reinzumachen. Naja, Nom, nom, nom. Lass es bloß nicht fallen. Ich kaufe keinen neuen Fußboden. Gar nicht das Geld dafür. Willst du nicht mal schlafen gehen? Doch, er will schlafen gehen. Seelenruhig geht er schlafen, hat bestimmt gute Träume. Der Zombie vor seiner Tür wird ihn sanft in den Schlaf röcheln. Ne? Oh, was für eine erotische Unterwäsche. Oh, diese Brustbehaarung. Arr. Gute Nacht, Dub. Schlaf schön. Es ist Nacht in unserer kleinen, niedlichen Sims-Stadt, in der Dub nun sein eigenes Zuhause hat. Sein eigenes Heim. Und seinen eigenen, ganz persönlichen, privaten Gartenzombie. Also zumindest bei Vollmond und auch dann wahrscheinlich mehr unfreiwillig als gewollt. Ich weiß gar nicht, ob sie noch da ist. Ich höre auf jeden Fall ein Schnarchen. Das könnte von Derp kommen. Das ist definitiv der Zombie. Das könnte also vom Zombie kommen. Muss die dann nie schlafen gehen? Ja, ist ja gut, junge Frau. Was wünschen Sie denn? Haben Sie besondere Bedürfnisse? Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein? Gut. Dann runter von meinem Rasen. Runter vom Grundstück. Verschwinde. Ist einfach unmöglich. Einfach unmöglich. Ja, du kommst da nicht rein. Du kommst da nicht rein. Sie möchte halt zu gerne Derp fressen, der gerade seelenruhig in seinen eigenen vier Wänden schläft. Sie möchte ihn halt zu gerne anknabbern. An seinem Gehirn lutschen und an seinen Eingeweigen nagen. Was haben wir denn hier oben? Hier sind Speicher. Ja, dann spulen wir mal vor, bis Dub wieder wach wird. Was ist los? Seelenfutter. Essen hält Leib und Seele zusammen. Natürlich. Ich möchte eine... Mann, was ist denn los heute? Tag des Zombies oder was? Rah. Och nö. Was wünscht er sich denn da? Fähigkeit Logik lernen. Ich glaube, es geht los. Ein Elixier bekommen. Ich glaube, es geht los hier. Anglerkarriere einschlagen. Ne, ne, ne. Fresse, ihr blöden Zombies! Ein Baby, die Süßigkeiten stehlen. Doch, das machen wir. So, wie lange muss Dub noch schlafen? Bis 5 Uhr morgens? Naja. Also, ich könnte auch gut schlafen, wenn direkt vor meinem Fenster jemand die ganze Zeit... Können ja mal rausgehen. Und denen sagen, sie sollen abhauen. Kann man ihnen das sagen? Was ist das denn? Wasserbombenschlacht veranstalten. Oh ja. Wir veranstalten mit den Zombies zusammen eine Wasserbombenschlacht. Das wollte ich immer schon mal machen. Eine schöne Wasserbomben-Zombie-Schlacht. Ey, sieh da. Ey, sieh da. Lassen Sie uns Wasserbomben werfen. Das ist bestimmt witzig. So, ich bin bereit, wenn Sie es sind. Haben Sie auch Ihre Wasserbomben dabei? Los geht es. Und der Zombie wirft. Das klappt irgendwie nicht. Irgendwie ist die jetzt plötzlich kein Zombie mehr? Aber die ist doch noch ein Zombie. Kannst du dir Hallo sagen? Die will ihn ja gar nicht umbringen. Schade. Ich meine... naja. Ist doch eigentlich ganz wach. Willst du nicht mal... böse astronomische Vorgänge beobachten? Ja, komm. Beobachten wir doch mal böse astronomische Vorgänge, während im Hintergrund ein Zombie rumkriecht. Das sieht doch gut aus hier. Ich glaube, sie hat Rückenschmerzen. Oh, und sie ist müde. Dann geh doch wieder zurück in den Erdboden. Das ist schön kuschelig. Was ist das? Zombie-Attacke? Ernsthaft? Oh, oh. Oh, oh. Oh nein, nicht mein Gehirn, das ist doch schon so klein. Hilfe. Nicht doch. Nehmt die Mülltonne, aber verschon mich. Oh oh. Oh. Ja, da habe ich aber Angst vor dir.
Kannst mich mal, ich bin viel gruseliger als du. Ich glaube, das hat ihr nicht gefallen. Also unser Derp hat ja richtig Rutzpe. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der so tough ist. Das Eingangstür festlegen, ja, was ist... Andere Türen gibt's auch nicht. Na gut, dann schlürft unser Derp noch ein bisschen. Was vergammelt denn da? Vergammelt doch irgend... Spiel! Reagiere gefälligst wieder! Oh, das nervt immer so gewaltig. Ja, dann surfe ich so lange im Internet. So, ach, jetzt geht's wieder. Mhm. Halt, das liegt immer daran, wenn man so schnell vorspielt. Da vergammelt doch was. Ich sehe es doch. Eis machen, reinigen, neue Sorte kreieren. So, das Eis gammelt. Ihhh. Noch ein Zombie. Och man, wie soll man denn hier schlafen? Und dann alles Frauen. Alles Frauen. Die stehen alle auf Derp. Die kommen alle aus dem Erdboden gekrochen. Alter, wie versifft. Kann am nächsten Morgen gleich reinigen gehen. Und dann sucht er sich gefälligst einen Job. Irgendwas Cooles. Ich weiß auch nicht was, Spitzenspion. Naja, dann ist der ganze Tagesablauf so langweilig. Wir können auch andere Dinge machen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Er könnte sich als Koch durchschlagen oder angeln. Und Garten. Mit Gartenarbeit kann man auch eine ganze Menge Zeug verdienen. Oder wir können eine Traumkarriere durchprobieren. Aber jetzt spulen wir erstmal vor, bis Derp wach wird. Und zwar Derp schläft bis 7.30 Uhr, das passt ja. Und ihr verpisst euch gefälligst von unserem Grundstück. Das ist doch... Wir kriegen es nicht mal auf die Frei... Noch einer. Wie viele denn noch? Meine Fresse. Ja, ist ja gut. Ihr kommt da nicht ins Haus. Oh, jetzt sind sie plötzlich keine Zombies mehr. Hm, merkwürdig. Muss man nicht verstehen. So, Morgenstund hat Gold im Mund. Es ist ein sommerlicher Tag, 21 Grad und in 7 Tagen ist Herbst. Noch immer ist Vollmond, aber das wird sich bestimmt bald ändern. Derp. Derpy Derp. Zeit zum Aufstehen, Engelchen. Ich träume von meinem Haus und einer schönen Geburtstagsparty, die ich vor ein paar Tagen hatte. Da wurde ich erwachsen. Ja, der hatte gerade erst Geburtstag. 331 Tage, wow. Und jetzt habe ich mich im Traum geschnitten und brauche ein Pflaster. Oh Mann, das hat wehgetan. Ich schlafe mit meiner Brille, weil das cool ist. Hoffentlich regnet es morgen nicht. Oh. Yeah, ich meinte sexy. Hust, Röchel. So, du machst jetzt erstmal deine Eismaschine da sauber. Das geht ja... Ihr guckt dir das an. Ihr guckt dir den... Guck mal den Siff an. Das kannst du auch gleich sauber machen. Das geht ja mal gar nicht. Guck dir den Siff da an. Ja, ist ja gut. Ich putze ja schon. Kann dann ein Frühstück waffeln. Das kostet alles. Schnell etwas essen. Dann machen wir uns jetzt mal Brot mit Marmelade zum Frühstück. So, zufrieden. Jetzt habe ich geputzt. Sieht doch alles schön aus. Weiß gar nicht, was du für Probleme hast. Dann kann er noch auf die Toilette. Böse du. Das Sommerfest ist in der Stadt. Verbringe mit deinen Freunden lange Tage voll Freude in der warmen Sonne. Bring Appetit auf Hotdogs und Wassereis mit. Und dann mach dich bereit, auf der Rollschuhbahn oder bei einem Fußballspiel Kalorien zu verbrennen. Vielleicht wirst du dir einfach Bräunung aufsprühen lassen oder dich entspannen, während Feuerwerkskörper den Nachthimmel erhellen. Wofür du dich auch entscheidest, du wirst eine wundervolle Zeit verbringen. Ein Sommerfest ist in der Stadt. Da werden wir doch hingehen, oder Derp? Ja, aber ich würde da gerne nicht alleine hingehen, sondern mit einer Freundin oder so. Aber ich habe ja keine Freunde. Doch, du hast wohl Freunde. Wir können ja mal jemanden anrufen hier. Hier, die sieht total toll aus. Bubble Tea, komm. Oh, die ist noch Teenager. Ah, das tut mir leid. Bubble Tea ist noch ein Teenager. Mit der darf er also noch nichts anfangen. Hier, mit der Katze. Können wir mit Ninja Mangold dahin gehen? Schmeckt's? Nee, doch nicht. Warum nicht? Findest du das... Ja. Ja, nee. Das kennt man, ne? Haben wir auch öfters, wenn wir aus dem Fenster gucken. Boing, boing, boing. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Reindeer-Gummibären. So, Derpy Derp geht erstmal auf die Toilette. Da wollen wir eigentlich gar nicht hingucken. Sieht er sich einfach die Buchse darunter. Aber es ist ein schöner Platz, wo er wohnt. Er könnte seine Familie besuchen gehen. Oder wir gucken halt einfach erstmal, was für einen Job er machen könnte. Aber dazu brauchen wir erstmal eine Zeitung. Wo ist denn das kleine Kackkind, was immer die Zeitung bringt? Ey!
Kind! Der Zeitungsjunge ist noch gar nicht da gewesen. So eine Sauerei. Gehen wir so lange noch in der Glückskugel. Soll ich auswärts essen? Soll ich eine neue Fähigkeit lernen? Muss ich abnehmen? Soll ich draußen spielen? Werde ich reich? Soll ich auf einem neuen Instrument spielen lernen? Soll ich Spiele spielen? Soll ich eine neue Karriere einschlagen? Können wir ja mal nachfragen. Oh, heilige... Was ist das? Oh, magische Miesmuschel in Form einer Bowlingkugel. Sag mir, was ich tun soll. Na, Derp? Ah, jetzt hat er sich wieder in seine sexy Klamötchen geworfen. Na, dann hol doch mal die heilige Kugel da raus. Und jetzt frag mal nach. Jo, muss ich eine neue Karriere einschlagen oder ist arbeitslos gut? Sag mir, los, 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 sag's mir. Ich will auch wissen, was die Kugel gesagt hat. Oh Mann, total. Was? Er soll eine neue Karriere einschlagen. Gesundheit. Wo ist das Kind mit der Zeitung? Das kommt doch sonst immer um eine passende Uhrzeit oder haben wir nicht genügend Geld für eine Zeitung? Ist das Kackkind? Vielleicht liegt die Zeitung ja auch hier schon irgendwo. Oder das Kind wurde von Zombies gefressen. Das kann natürlich passieren, ja. Ja, ist nicht so schlimm. Suchen wir uns ein neues Kind. Hier gibt es doch auch Jobs und Berufe in ja. Ich habe mich selbstständig registriert. Nein, das ist nicht, was ich wollte. Syngogramm, Tiere aus Tierheim adoptieren, umziehen. Ja, wir ziehen am besten nochmal neu um. Ach, wir haben gar nicht unsere Diplome aufgehangen. Wo wir doch so intelli-schlau und klug sind. Da müssen wir doch voll mit angeben hier. So, einmal kommt eins hier hin. Und dass er ja Herrscher der bösen, was war das hier? Präsident, prädestiniert, die Weltherrschaft an sich zu reißen, kommt auch dahin. Was ist das hier? Sein Abschlussballbild kann auch mal dahin. Ah ja, ist ja DJ in seiner DJ-Kabine. Das ist die Krone der Hoffnung. Können wir ja mal hier auf seinen Pult stellen. Seine Bento-Box von früher. Sein Molekülmodell aus dem Chemieunterricht. Wir können dann auch tatsächlich... Ja, dann machen wir halt ein bisschen Gartenarbeit heute. Und zwar pflanzen wir hier noch einen. Da einen Apfel. Die Apfelbäume... nee, das sind ja Tomaten. Und den Apfelbaum pflanzen wir hier. Die werden immer so riesig. Die kann man noch nicht pflanzen. Und dann ein paar Weintrauben. So. Das kriegt er hin. Komm, machst ein bisschen Gartenarbeit. Dann können wir ja auch noch ein verknüpftes Online-Rollen in die Tabcast hören. Und zwar weiter mit Gartenspaß. Da ist die Zeitung. Man kann mit Gärtnereien viel verdienen. Du kommst zu spät. 10 Uhr morgens. Sag mal, was soll, wenn ich zur Arbeit hätte gehen wollen, hä? Stellt euch vor, Derp hätte arbeiten wollen. Ja, aber was hätte er denn? Dann hätte er die Zeitung nicht lesen können. Tschüss. Hau ab, du. Zu spät, Kind. Jobs und Berufe. Einmal die Wettervorhersage lesen. Mal gucken, wie das mit dem Wetter aussieht im Sommer. Also bis jetzt sieht es ja gut aus. Oh, Eiswagen. Ich habe selber eine Eismaschine. Ich brauche dich nicht. Geh weg. Hau ab, du. Machst mich nur dick. Ockenischplatz. Was? Ockenischplatz? Glückwunsch. Derp hat soeben die Fähigkeitsgarten an der Dingsbums 2 erreicht. Derp kann jetzt Unkraut in seinem Garten jäten. Wow, das muss man erst lernen. Unkraut zu jäten? Wahnsinn. Das Gemüse wird es ihm danken. Naja, so eine eigene Selbstversorgung im Garten ist schon nicht schlecht. Na, das sieht doch lecker aus hier.